ab, Freunde, und Servus aus dem SAP Center. Die San Jose Sharks, wie ihr es vielleicht gerade eben gesehen habt, haben sich das Heimrecht geschnappt und spielen jetzt ihr drittes Spiel der Serie. Und das erste zu Hause im SAP Center. Der ist mit Sicherheit ausverkauft, denn wie wir schon gesagt haben einmal. Da oben links seht ihr noch, ganz oben links, seht ihr den Hai, der geht jetzt nach oben. Ich glaube, da sind sie eingelaufen. Jetzt geht er nach oben, weil die Spieler auf dem Eis sind. Haben eines der ersten beiden Heimspiele verloren. Das bedeutet Heimrecht. Jetzt auf Seiten der Sharks kann man hier beide Heimspiele gewinnen. So hat man die Chancen dann. Also gewinnt jetzt ab diesem Moment immer nur die Heimmannschaft. So wird die Serie 4-2 für San Jose enden. Ja, James Reimer noch nicht so optimal. 79,3% seine Fangquote. Bilanz 1 Sieg, eine Niederlage und 3 Gegentore. Im Schnitt. Ja, das ist... Marc-André Fleury, auch er mit über 3 Gegentoren pro im Schnitt. Bilanz ist gleich. 83,3% seine Fangquote. Also die Torhüter... Ja, bei denen sehe ich persönlich noch ein bisschen mehr Verbesserungsbedarf. Und nachdem ich ja in Spiel 1 über die San Jose Sharks viel berichtet habe und jetzt im letzten Spiel auch über Pittsburgh, werde ich jetzt heute mal weniger sagen, sondern mich eher aufs Spiel fokussieren, denn jetzt geht die Serie erst so richtig los. Es steht unentschieden. Es beginnt wieder bei 0. Und es ist ab jetzt praktisch so eine Art Best-of-5-Serie. Das wird echt witzig. So, da ist gleich die Chance für das Team. Kühnes. Ja, nicht so gefährlich. Nach 3 Minuten. Die Zeit läuft echt schnell bei mir. So, jetzt von dem Schulz. Cole. Achtung, jetzt wird's gefährlich. Scheibe kommt rein. Kessel. Schulz, Cole, Hägglin. Oh oh. Besserer Start für Pittsburgh. Schulz jetzt Wingles, der hier die Scheibe hat. Ward. Die erste Chance, da zum Schuss zu kommen. Bonino, nächste Schusschance. Wird genutzt, aber es fällt kein Tor. Vorher ist jetzt die Riesengelegenheit. Oh mein Gott, das war schon echt knapp. Und jetzt erneut Reimer. Bislang sehen wir von San Jose noch nichts. Nur die Penguins, die hier aktiv sind. Da sehen wir die eine Chance nochmal in der Wiederholung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bin ich aufgeregt. Pavelski. Oh, der war eigentlich drin, aber egal. Kühnes. Oh, Thornton. Crosby. Crosby. Reimer. Mein Gott. Also 11 Minuten gespielt. Ich glaube, wir hatten jetzt einen Schuss gehabt. Auf Seiten der Sharks. Hier haben wir es ein bisschen häufiger. Die Penguins meist in der Offensive. Wollen hier auf jeden Fall die Fans zum Schweigen bringen. Und das haben sie, glaube ich, jetzt auch schon ohne einem Tor geschafft, denn sie merken irgendwie die Fans, da bin ich mir sicher, das ist nicht so der Optimalstart, aber man kann ja jetzt treffen und dann geht alles von Besserem los sogar. Sonst score die Riesenchance! Aber mit der Rückhand kommst du dann natürlich nicht so leicht flach vorbei an Fleury. Ja, das denkst du dir hier. Da musst du mehr draus machen, wenn du durch bist. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ganz alleine frei, vielleicht noch ein bisschen laufen, Abschluss suchen, vielleicht mal hoch ins Eck, keine Ahnung. Wir sind schließlich in der NHL und nicht irgendwo beim Baby rumschiebe, wo man die Scheibe irgendwie versucht, vom Fleck zu bringen. So, letzten 5 Minuten laufen, da ist Kuhnhackel. Und jetzt ist die Scheibe nicht drin. Das war schon
die erste, ja, Situation, wo du denkst, sie könnte jetzt irgendwie durchrutschen, aber jetzt erstmal auf die andere Seite. Geht jetzt ein bisschen schneller, das Spiel. Auch San Jose versucht, aber es läuft noch nicht so gut. Absolut nicht gut. Wir hatten bislang in beiden Spielen immer 3 Schüsse mehr für die Sharks. Heute wird das sicherlich nicht so sein, es sei denn, wir werden dann noch die restliche lange Zeit, wir haben noch viel Zeit, noch eine richtige Show von San Jose erwarten. Ich kann nicht in die Zukunft schauen, ich weiß es nicht. Aber es sieht aus, als hätten wir hier, ich glaube, wenn jetzt nichts passiert, das erste torlose Drittel in dieser Serie überhaupt. Kuhnagel nochmal mit der Chance, was für ein Check von Crosby. Der spielt jetzt nochmal herein, Burns fängt nach. Und ich glaube, das ist das erste torlose Drittel überhaupt in dieser Serie. Ich weiß es nicht. Aber ich denke schon. Sind das nochmal vielleicht ein paar Chancen? Letzten Endes noch nicht so viel los gewesen. 4 Chancen sehen wir hier. Check und hier nochmal Kühner. Schüsse ganz klar für die Pittsburgher Penguins. Das ist Sharks Territory, ja, das kann man so sagen, aber bislang Pittsburgh ein bisschen mehr scheinen sich hier ins Revier einzuschleichen, scheinen hier den SAP Center anzugreifen und die Sharks wehren sich wohl nicht. 9-3 Schüsse, glaube ich, das ist nicht viel, aber 12 Schüsse insgesamt, 9 für Pittsburgh. Die machen bislang alles richtig eigentlich, aber bei San Jose kommt nicht so nicht wirklich was. Die Fans sehen jetzt erstmal ein bisschen defensive zu. Jetzt hier rein, Gabel, Fleury. Das war schon die erste kuriose Szene vor dem Tor, die sich da ereignet. Das war jetzt keine irgendwie Chance oder Großchance, aber es war zumindest mal so eine Hereingabe, die reinrutschen kann, aber gut. Nichts weiteres mehr passiert. Bonino. Spiel bislang torlos. Sieht nicht so aus, als hätten wir hier heute ein Torfestival und wieder so eine Szene. Bonino, jetzt ist er drin. Und zwar verdient die Penguins, dass sie auch mal treffen. Ich glaube, der 10. Torschuss, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber es stand auf jeden Fall auf der Videowürfel. Und Phil Kessel macht's. Das ist natürlich. Natürlich ist es. Ja, natürlich ist es. Es war nur eine Frage der Zeit, bis zum ersten Mal klingelt. Also, kann man hier gleich nachlegen oder vielleicht suchen wir ja hier die Antwort. Joe Ward, bislang der beste Spieler im Dress, der Charles Marlowe. Ward macht hier wieder Dank vor dem Tor, große Chance. Größte bislang, glaube ich, in dem Spiel. Und noch einmal, Joe Ward, der den Weg nicht an Marc-André Fleury vorbeifindet. Hier sehen wir es nochmal, dreht einmal ab und dann Wingles da. 57 ist es, glaube ich. Der den Torwart die ein bisschen versperrt. Jetzt doch die Chance, oder Pavelski? Mata auf Hornquist. Hornquist, immer noch Hornquist, Judas! Hornquist, das gibt's nicht! Vlasic! Und das ist eine Abseitsstellung. Unfassbar! Reimer! Schon geschlagen gewesen. Hier sehen wir die Hereingabe. Kunis macht's nicht. Hatte so viel Platz und das Tor ist doch so groß. Zumindest mal kommt das einem so vor, wenn du so nah vor dem Tor stehst. Es ist groß, wenn du alleine da bist. Aber irgendwie dann wird's wieder klein, wenn du den Abschluss finden musst. Jetzt Karlsson. Es wäre wieder Abseits. Bislang finden die Sharks überhaupt keinen Weg, irgendwie was anzufangen. Und irgendwie kommen mir hier schon die Zweifel auf, als würde hier gar nichts Wirkliches passieren. Also, dass die Sharks hier kein einziges Tor erzielen, denn so wird das hier auf jeden Fall nicht. Rust. Dylan. Also am besten noch vor der Pause hier ein Lebenszeichen von sich geben. Das haben ja die Pittsburgh Penguins im ersten Spiel auch so gemacht. 2-0 hinten gewesen. Im zweiten Drittel erst so nach und nach reingefunden. So 28. Minute oder so, haben, weiß ich nicht mehr, haben sich wieder gefunden, gefangen und haben das Spiel noch gewonnen.
Das ist hier auch nicht auszuschließen. 1-0 ist nicht da, aber man muss hier erstmal den richtigen Zug zum Tor finden. Überhaupt mal eine Schussposition sich erarbeiten, die dann auch noch reinmachen. Also es ist für meine Umstände trotz knappem Ergebnis noch ein weiter Weg für die San Jose Sharks. Denn bislang sehen wir hier einfach gar nichts von denen. Die stehen da hinten rum. Pittsburgh macht, was sie wollen. Und von dem her bislang ein Torerfolg ist nicht viel. Bullies gehen, wie auch schon in den anderen beiden Spielen, glaube ich, war es, für San Jose. Na, jetzt wieder ausgeliehen. Ich weiß nicht, wozu das jetzt dazu gezählt wurde. Ward übernimmt auf jeden Fall die Puckbeherrschung. Auf Braun. Wieder Ward. Ward, jetzt ist da mal Platz frei. Und das war schon Glück gehabt für die Penguins. Er hätte auch genauso gut ins eigene Tor reinkommen können oder einfach gar nichts passieren können. Klassisch. Und die Drittel gehen so schnell um, vor allem wir sehen nicht wirklich Tore. Doch, nochmal die Riesenchance für Mario, der macht es den Penguins dann nicht einfach, diesen Angriff zu verteidigen. Nochmal auf NHL-Niveau, aber der Schuss ist dann zu schwach geschlänzt. Das gibt's doch nicht. Ja. Und so nochmal der direkte Schussversuch vom Bulli. Aber dieses Drittel bleibt erstmal so, wie es halt ist, gewesen ist. 1-0 steht. Wir haben ein Tor in diesem Drittel gesehen. Ja, San Jose war ein bisschen wacher, aber es hat nicht viel gebracht, denn die richtigen Chancen waren einfach nicht da. Hinten war man viel häufiger in Bedrängnis und hat somit verdient auch das 1-0 kassiert. Schüsse gab es im zweiten Drittel insgesamt nur 8. Also 5 Pittsburgh, 3 San Jose wieder. Wie im ersten Drittel, da gab es 9-3, also da 12 natürlich. Und jetzt hier 8. Boah. Ja, und wieder in jedem Drittel halt bislang für San Jose nur 3 Schüsse. Von dem her liegt man hier verdient hinten mit 6 Schüssen nach 14 Minuten, kann man nicht wirklich was anfangen. Und wenn ein Gegner dann halt mehr hat. Das ist verständlich! Riesenchance! Und jetzt Hörtl, der ist nochmal dran! Pfosten! Unglaublich! Nochmal Hörtl! Wieder nichts! Und jetzt sind sie doch dran! Jetzt müssen sie dranbleiben! Hörtl! Mein Gott! Schaut euch das nochmal an! Der hat Pech! 4 Schüsse innerhalb 10 Sekunden oder so! Das war nochmal die Chance! Aber an den Pfosten hat er es gesetzt. Das ist doch schon mal der erste Schritt Richtung Treffer. Und dann steht es ja 1-1, unglaublich. Pittsburgh hätte einige Chancen mehr nutzen sollen. Aber noch führen sie, noch führen sie. Wenn Ward hier die Scheibe gewinnt, entsteht womöglich eine große Möglichkeit. In der Mitte stand dann nämlich der 12er. Bonino, Viertelstunde nur noch, weniger. Sogar Malo jetzt, der hier die Scheibe hat. Vielleicht mal zum Tor bringen kann, ich weiß es nicht. Aber die CDU schießt immer nicht. Von der blauen Linie, die warten immer. Bonino, Hägglin, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Marlowe. Gibt es hier das erneute Heimrecht für San Jose oder für Pittsburgh? Die erneute Führung auch für Pittsburgh, das ist die Frage. Macht da. Oh mein Gott, Ward, bislang kann er noch nicht viel machen. Rangers. Cole verteidigt das gut. Jetzt die Scheibe zu Burns gebracht. Ward. Tor! Und dieses Drittel hat sich ausgezahlt. Es ist 9:41. Noch auf der Uhr. Und diese Arbeit im letzten Abschnitt hat sich ausgezahlt. Tommy Wingles, das Spiel ist wieder ausgeglichen. Man kann es kaum glauben, aber hier läuft er sich super frei. Das war einfach sehr gut gedacht. Schulz fährt einfach weg, das macht Ward ganz schlau. Bleibt erstmal stehen, lässt Schulz an ihm vorbeifahren und dann ist es die 2-0 Situation. Also bitte, geht doch. Und alles ist wieder offen, die letzten 10 Minuten entscheiden mal wieder. Meine Güte, ist das spannend. Noch spannender als das erste Spiel, das kann man sich nicht vorstellen. Wer trifft das nächste Mal? Ist wahrscheinlich dann auch dem Ziel ein großes Stück näher. Ja, das ist
Chris Kunitz, bester Spieler bei Pittsburgh, keine Frage in diesen Playoff-Series. Ja, er hat auch schon so den Doppelpack erzielt beim letzten Spiel. Und auch heute hier krönt er seine gute Leistung mit einem Tor. Ja, das ist aber heute sein erstes. Und das Spiel, bleibt es bei dem Spielstand, wird es auch so in der Serie stehen. Aber das ist ja noch lange nicht so. Denn, ja, es sind noch 5 Minuten zu spielen. Aber mit dem Tor jetzt nochmal. Gefährlich vorne. Oh, Reimer. Bullies, jetzt die Penguins vorne, 9-8. Und jetzt wieder ausgeglichen, 9-beide. Dieses Spiel lässt jede Menge Lücken offen und oh Gott, solche Fehler darfst du nicht erlauben. 3 Minuten bleiben den Sharks noch. Um hier noch ein Mittel zu finden, das Heimrecht erst einmal beizubehalten. Oder zumindest mal die Verlängerung oder so herzurufen. Aber es wird ihm schwer fallen, oder? Ja, das glaube ich irgendwie nicht dran. Dass hier noch was wird, jetzt wird auch der Torwart gleich gehen. Dann wird es die endgültige Entscheidung. Denn man ist in San Jose in diesem Spiel einfach nicht in der Lage, die Scheibe vorne zu halten. Seht ihr? Das meine ich. Deswegen würde ich ja den Torwart vielleicht auch nicht rausnehmen, weil ja, Wahrscheinlichkeit ist höher, dass du so bei 5 gegen 5 triffst, als dass du kein Tor kassierst jetzt. Geht der Torwart auch nicht? Oder wie? Oh Gott! Wow, zweimal! Ach du meine Güte! Den muss er machen! Der war doch so stark in den letzten beiden Spielen. Hier einmal und dann noch einmal! So, Torwart ist noch drin, ja. Jetzt wird er gehen. Wheels. Ja, das meine ich. Man ist nicht in der Lage heute, die Scheibe zu halten. Deswegen wird es Pittsburgh nicht schwerfallen, hier sich jetzt die Scheibe zu erobern. Ja, das meine ich. Aber Ward, der sorgt hier nochmal für Körperspiel. Schuss kommt. Oh Gott. Ja, nicht mehr lange, nicht mehr lange, nicht mehr lange. Und das wird es. Ja, gewesen sein. Der ist zwar nicht drin, aber nope. So, Pittsburgh hat damit das dritte Spiel gewonnen, hat sich den Vorteil wieder zurückgeholt. Ja. Was soll ich dazu sagen? Pittsburgh hat heute wirklich viel besser gespielt. Das dritte Drittel vielleicht die Sharks ein bisschen mehr gemacht, aber ja, am Ende waren die ersten beiden Drittel einfach so schlecht, dass du dann einfach keinen Sieg erwarten kannst. Und selbst dann nach dem 1-1 hat man sich wieder zurückgelehnt, hätte so weiterspielen müssen, wie man hier es gemacht hat. Ansonsten, ja, wäre man hier wahrscheinlich nicht so unterlegen. Was heißt so unterlegen? 2-1 ist ja nicht deutlich, das solltest du ja auch nicht meinen, aber ja. Ihr wisst, das letzte Drittel, gar kein Thema. 8 Schüsse für San Jose. Also was, das ist so viel, wie Pittsburgh im ersten Drittel, glaube ich, hatte. Das ist ja gut. Ja, aber ansonsten war das einfach nicht so, wie man sich das vorstellt. Pittsburgh am Ende mit 4 Schüssen mehr. Und Bulli plus für San Jose. Aber das hat schon Sinn. Wingles ist hier. Alle 3 Torschützen sind hier auch die 3 Stars automatisch. Der Game Winner Kühne ist automatisch Wingles, weil der das Spiel vielleicht nochmal spannend gemacht hat. Und Kessel hat hier das Spiel praktisch eröffnet. Joel Rudd ausnahmsweise mal nicht dabei. Ja. Von dem her, ich brauche mir da gar nicht zu streiten. Pittsburgh hat das Spiel hier verdient gewonnen und ich bin echt gespannt, ob die Sharks nochmal zurückkommen werden. Ob die Penguins das jetzt einfach jetzt durchziehen, schon mit 4-1 die Serie gewinnen. Ich kann es euch nicht verraten. Bis zum nächsten Video. Das müsste dann jetzt in 2 oder 3 Tagen kommen, glaube ich. Das wäre dann das 4. Spiel und das wird für die Sharks extrem wichtig. Mit dem heimischen Publikum im Rücken diese Niederlage und diese schlechte Leistung der ersten 40 Minuten heute wieder gut zu machen. Lasst ein Like da, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein bei Sportlight. Ciao!